Hi, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Ich wollte eigentlich Altmetall sammeln, habe aber nichts bekommen, deswegen mache ich jetzt eine andere Quest, aber die findet auch hier im Beobachtungsposten statt, wo ich mich ja schon befinde und wo es auch Altmetall geben soll. Nur dann besiege ich jetzt halt hier ein paar krustianische Panzerbrecher. Und vielleicht läuft mir ja ein bisschen Altmetall über die Füße. Währenddessen die Felsnadel. Vielleicht ist ja hier unten was im Altmetall. Altmetall! Ich werd verrückt. Das sieht auch ganz anders aus als in Malibone. Ja, wundervoll. Altmetall Nummer 1. So, dann besiegen wir auch ein paar krustianische Panzerbrecher. Scheiße, jetzt habe ich gar nicht geguckt, welche Schule die sind. Ach. Balance. Ich habe immer noch das Prisma drin. Ich werde völlig verrückt. So, das kann ich nicht brauchen. Ja, das, guck mal, das Altmetall da rechts von mir ist schon wieder aufgetaucht. Super. Haben wir die Altmetall-Quest ja da doch gleich geschafft. Ich hab gar nicht geschnallt. Ach, guck mal, da unten liegt auch was. Ich zeige mit dem Finger drauf, aber ihr könnt es gar nicht sehen. Aber hier ist ja ein Pfeil. Hier, der Stern. Da unten. Da hinten liegt noch was. Habe ich die Altmetall-Quest auch. War jetzt auch nicht so komplex. Lalalala. Jo, Jungs, euch mache ich aber platt, oder? Da haben wir mal bald einen Angriff hier. Pff, da brauchen wir alles nicht. Da brauchen wir alles nicht. Dude. Eigentlich sind die jetzt gleich auch dann schon hinüber. Ja, guck mal, wie wenig mir hier abgezogen wird. Aber wie rasch das jetzt auch direkt anzieht, ne? Aber guck mal hier wieder. Resistenz 0. Ich muss da echt mal gucken, ne? So, das reicht ja schon. Dann sind sie jetzt beide platt. Aber einen muss ich noch besiegen. Ist hinüber. Plus Rundenzauber. Ach, guck mal. Sogar ohne Rundenzauber ist der Platz. Ach ja, ich muss ja die Waffen sammeln, ne? Ach, Mist. Das hatte ich ganz vergessen. Das heißt, es reicht ja gar nicht, wenn ich drei von denen besiege, sondern die müssen ja auch alle noch Waffen fallen lassen. Hohle Krabbenwaffen, das ist auch nicht schlecht, ne? Alle laufen mit Waffen rum, aber dann besiegst du zwei und kriegst nur eine. Was ist mit der anderen? Zerschellt die dann auf dem Boden oder was? Ist doch nicht nett. So, Jungs. Oh, shit, ich habe vergessen, mich zu heilen. Ach. okay, dumm gelaufen. Und das Feuerprisma ist immer noch drin. Gut, Kaios, sehr gut. Wieder mal traumhaft aufgepasst. Naja. Ich bin wirklich der Experte vom Dienst, ne? Das wäre es jetzt noch, wenn ich jetzt hier kaputt gehe. Wie blöd kann man denn eigentlich sein? Das passiert aber auch immer wieder, ne? Da habe ich mich jetzt so sehr von dem Altmetall ablenken lassen. Ich war jetzt so voller Freude. Die greifen mich mit Balance an. Das brauche ich nicht. Mist. Naja. Also wenn ich jetzt kaputt gehe, dann... Tja, was machen wir denn dann? Dann zwack ich mir in den Zeh. So richtig heftig. Naja.
Aber gut, die haben jetzt gar keine Pips mehr. Und theoretisch 2, 4. Können wir jetzt passen? Ihr greift mich ja jetzt nicht mit irgendwas an, ne? Gut. Aber ich greife jetzt an. Ich hoffe, dass... Sehr gut! Jetzt muss ja vorher noch der Zauber gelingen. Sehr gut! Gerade noch, ne? Weil ich trottel mich nicht geheilt habe. Mann, oh Mann. Zwei von drei Krabbenwaffen. So, jetzt machen wir mal das. Ist auch egal. Wie viel Platz habe ich eigentlich noch in meinem Rucksack? Okay, es neigt sich auch wieder dem Ende entgegen, ne? Und nein, 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 Kaius! Karte. Ach, scheiße! Bitte, nichts. Sagt einfach nichts dazu, ja? Kann ich alles nicht gebrauchen. Ja, ja, ich wurde natürlich auch schon darauf hingewiesen, mein Kartendeck anders zu machen. Ist klar, Jungs und Mädels, aber... Das Problem ist hier in Celestia, ist es doch vom Schwierigkeitsgrad her sehr unterschiedlich, ne? Mit den Jungs hier würde ich mit einem sehr kleinen Kartendeck schnell zurechtkommen. Dann bin ich allerdings wieder woanders, wo ich mit meinen Karten, die ich auf der Hand habe, an die Grenzen komme, ne? Wo ich, wo die Kämpfe dann auch nicht noch länger dauern dürften, bevor, bevor, was? Bevor ich gar keine Karten mehr gehabt hätte. Wisst ihr, was ich eigentlich meine? Ja. Ich denke, ihr könnt es euch vorstellen. Die ziehen mir aber trotzdem ja alle insgesamt doch ordentlich was ab. Muss ich mal echt sagen. So, ich hoffe, ich bekomme jetzt die letzte Waffe. Ich wette meinen linken Hoden, dass... Oh, sorry, tut mir leid. Dass sie jetzt nichts fallen lassen. Keine Waffe bei Krabben-Panzerbrechern gefunden. Nee, ist klar, guck mal hier, seht ihr diesen Speer mit den Zacken dran? Sieht aus wie eine Harpune. Guck, da lässt das liegen. Das müsste der Kevin jetzt eigentlich sich nur gerade schnappen. Jo, doch, es hat geklappt. Gut, dann schnell weg hier. Sturmhai, brauche ich doch alles gar nicht mehr. Diese Kleinigkeiten. Sprich mit Edward Kitchen. Edward Küche. Oh, Edward is in the kitchen. Edward ist im Gefängnis. Hi, Dickerchen. Ein fetter Roboter. Auch Quatsch, oder? Roboter werden ja eigentlich gebaut, um so effizient wie möglich zu sein. Da baut man doch keinen Roboter, der fett ist. Und schwerfällig. Naja. Gut, aber Logik ist ja eh nicht die Stärke von Wizard 101. Deswegen... Wunderbar. Das müsste gut funktionieren. Jetzt muss ich die Lecks irgendwie mit dem Altmetall abdecken und abdichten. Wenn ich nur Öl hätte. Oh ja, ja. Ich habe eine Idee. Meereskreaturen sondern Öl ab. Könntest du bitte mindestens 3 Maßeinheiten Fischöl von den voltaischen Aalen oder den Schwingenfischen besorgen? Ach, schon wieder in der Grotte. Na gut, und du? Gut gemacht. Jetzt haben wir eine Chance. Oh, das war's? Schön. Dann... Oh, dauert die Quest ja noch, die Folge noch 5 Minuten. Aber wir gehen jetzt mal gerade nach Hause. Nach Ute Old Wizard City. Ah. Jetzt müssen wir mal ein bisschen ausdünsten hier. Hi.
Was wollte ich? Ich wollte mal gerade zu meinem Gedönse hier. Einfach mal gucken, was es bei meiner Schule noch so gibt. Ne? Brennhart. Feuerschimmel, Helifant. Löschen. Meteoriteneinschlag. Hütfeuer, Sonnenvogel. Die ganzen Goldkarten brauche ich natürlich nicht. Ich wollte einfach nur mal so gucken, ob da irgendwas Interessantes bei ist. Und bei meiner guten alten ansprechenden Lehrerin. Was gibt's denn hier? Ach, die möchte gar nicht mit mir sprechen. Naja. Dann nicht. Weiter geht's. Ich wollte zum... Wollte ich zum Bazar? Nein, zum Bazar wollte ich gar nicht. Ich wollte... Genau, ich wollte mir hier die Flaschen nochmal auffüllen lassen. Und dann gucke ich mir doch tatsächlich mal gerade die Handwerker-Quest an. Fülle alle Tränke für 5.580 Goldstücke. Auch eine schlechte Höhe, oder? Ich bin hier mit meinem... Links genau vor ihrem Püppes, vor ihrer Nase. Quasi, wenn ich da rauspupse, geht ihr das so direkt in die Nasenlöcher rein. Und die Frau hat auch einen unheimlich großen Kopf. Guckt euch das mal an hier im Vergleich. Was ich für ein zarter Junge bin. Was die Omi für einen riesen Schädel hat. Die braucht ja eine Stunde, um sich die Haare zu waschen. Also um da so drumherum zu greifen. Oh, wie schön. Den haben wir letztes Jahr schon gesehen, ne? Inzwischen wiederholt sich das, ne? Weil ich so lange Wizard 101 spiele. Dass wir das alles kennen, ne? Müsst ihr mal nach suchen bei YouTube hier nach alten Weihnachtsfolgen. Oh, guck mal, da fliegt ein Vogel. Gab es die vorher schon? So, was wollte ich denn jetzt machen? Handwerken. Wohl oder übel. Siegel des Seraphen. Wertige Werkbank. Siegel des Seraphen. Scheiße, ey. Habe ich denn Rezepte überhaupt? Da gibt es auch bestimmt eine Möglichkeit, sich das schnell anzeigen. Ach, guck mal, Handwerk. So, da. Gut, Siegel des Seraphen. Scheiße, wo krieg ich das denn jetzt her? Kriege ich das denn jetzt her? Ja gut, ich glaube, ich werde jetzt gleich mal nach dieser Folge gerade gucken, wo ich da das Rezept nochmal herbekomme. Und vielleicht werde ich mir auch noch ein paar andere Handwerker-Sachen angucken, dass ich das vielleicht etwas mal beschleunige damit. Ist ja schon bald ein bisschen lächerlich, wie lange das dauert. Weil ich mich da nie drum kümmere. Hallo. Na, du hübsches Pferdchen. Und wer ist das, worauf du sitzt? Oh, Hilfe. Mal mein Kronenshop. Das ist ein heftigen, heftigen Preisen. Na, guck mal. 10.000 Kronen. Sag mal, also mal ganz im Ernst, Leute. Was macht ihr bei Gameforge? Wie heftig haben die Preise angezogen? Ich hoffe, das ist jetzt nur wegen Weihnachten, weil die denken, oh, die Kiddies, die haben alle Geld gekriegt und so, oder die kriegen alle Geld. Die können jetzt auch mal ordentlich blechen. Also ich finde die Preise inzwischen echt dermaßen unverschämt. Ja, das ist doch okay. Ich habe 1514, das ist nicht gerade viel. Weitblickturm, ach so, ja. Rostzahntiger, also ich finde das wirklich krass. Reittiere. Allein der Trend. Ich habe geguckt in der alten Folge. Ich glaube,
12.500 hat er gekostet, ne? Hallo? Hier, mit 25.000, wie es vor ein paar Tagen war, kostet der inzwischen das Doppelte. Das finde ich nicht mehr in Ordnung. Das sind also nur 7-Tage-Viecher. Aber ich hätte auch mal gern was Neues, ne? Aber im Moment kommt auch nicht mehr so wirklich, muss ich auch mal so ganz offen drüber reden, gar nicht mehr so viel Geld rein. Bei hier YouTube, ich verdiene ja ein bisschen Geld, ein paar Euro bekomme ich für die Werbung, die ihr vor den Videos seht. Dann kann ich ein paar Monate sparen und dann kann ich mir hier ein paar Sachen mal dafür holen, Spiele oder so. Und ja, wenn es mal gut läuft, kann ich auch Kohlen kaufen. Aber im Moment läuft es total schlecht. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin total... Ich habe auch keine Lust mehr, Gedanken darüber zu machen. Xenia, nein, ich bin der Kaios. Der Kevin. Irgendwie... Guck mal. Geil, wie auf Schienen. Sehr gut. Komm, den gucken wir uns mal ein bisschen an. Ja, du siehst ja schlau aus. Fein. Guck mal, der ist völlig erstarrt. Ist ja lustig. Jetzt ist er weg. So, damit bin ich auch weg. Bis zur nächsten Folge. Ciao.